Herzlich willkommen auf dem Build Your Life Channel. Heute geht es um die Risiken, die man als Amazon-Händler hat. Was kann dir im Worst Case passieren? Was sind die schlimmsten Dinge, die passieren können? Und wie hoch ist dein Risiko? Was kannst du verlieren im schlimmsten Fall? Fangen wir direkt mal an. Zuallererst, was kannst du eigentlich überhaupt verlieren mit Amazon FBA? Eigentlich ist das nur Geld und Zeit. Sind natürlich allerdings zwei nicht ganz unerhebliche Dinge, denn zum einen ist Zeit natürlich, kannst du vielleicht sinnvoller nutzen. Und zum Zweiten natürlich Geld. Im Grunde genommen willst du ja Geld verdienen. Das ist ja dein Ziel. Deswegen denke ich mal, schaust du diese Videos an, um finanziell frei zu werden oder einfach viel Geld zu verdienen. Die Frage ist natürlich immer, wie viel Geld kann man verdienen? Ich werde dieses Video jetzt realistisch gestalten. Natürlich ist der Worst Case bei egal, was du im Leben machst, immer, dass du einen Totalverlust erleidest. Nur die Wahrscheinlichkeit dabei bei Amazon FBA beispielsweise liegt bei mehr oder weniger null. Wenn du zum Beispiel Lotto spielst, ist die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlusts wahrscheinlich bei 99,5% ungefähr, denn wenn du nicht mindestens 3 oder 4 richtige hast, wirst du deinen gesamten Einsatz verlieren. Bei Amazon ist das Ganze so, dass es immer passieren kann, dass dein Produkt vielleicht nicht so gut gepasst hat, dass es sich nicht so gut verkauft hat, dass du vielleicht in der Produktrecherche 1, 2 entscheidende Fehler gemacht hast oder den Markt nicht richtig analysiert hast oder vielleicht dein Produkt sogar eigentlich ganz gut ist, aber es einfach im Marketing, im Launch nicht richtig funktioniert und sich deshalb nicht wirklich gut verkaufen lässt. In diesem Fall ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du dich dazu entscheidest, okay, irgendwas läuft hier nicht. Das heißt, du kannst entweder optimieren und sagen, okay, ich bring's ins Laufen, aber wenn das Produkt von vornherein scheiße ist, die Qualität etc., irgendwas nicht stimmt, dann musst du dich dafür entscheiden, dein Produkt für weniger Geld zu verkaufen, als du eigentlich geplant hattest. Das bedeutet, du machst im schlimmsten Fall natürlich pro Verkauf Verluste. So, wenn du jetzt also mal davon ausgehst, dass dein Produkt eigentlich 20 Euro kosten sollte und du da so ungefähr im Average Price Niveau bist in deiner Nische, also du verkaufst zum Beispiel für 20 Euro, was kostet 20 Euro Hundeleinen, sagen wir einfach mal Hundeleinen. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die sind, aber gehen wir einfach mal von 20 Euro aus. Aber du verkaufst vielleicht nur 3, 4 Stück am Tag und ja, hattest dir eigentlich ausgemalt, viel, viel mehr zu verkaufen und denkst dir jetzt, okay, bis ich da mein Startkapital verdoppelt habe, dauert mir das zu lange. Ich brauche ein anderes Produkt. Ich muss die möglichst schnell abverkaufen, damit ich das Kapital wieder habe und eben mir ein anderes Produkt holen kann. So, was machst du also? Du sagst, okay, ich nehme jetzt nicht mehr 20 Euro, sondern vielleicht nur noch 15 oder eben so viel Geld, wie du wirklich deutlich unter deiner Konkurrenz liegst und somit natürlich automatisch mehr Käufe erzielst. Okay, wenn jetzt jemand auf die Produkte geht und sieht, okay, das günstigste Produkt ist aktuell 17,99 und jetzt kommt deins 13,99 zum Beispiel, dann wirst du auf jeden Fall mehr Sales generieren, das ist ganz klar. Das geht halt eben auf Kosten deines Gewinns. Eine wichtige Sache dabei, wenn du jetzt zum Beispiel von 20 auf 15 Euro runtergehst, dann machst du nicht automatisch 5 Euro weniger Gewinn, nein, denn du musst zum Beispiel auch 19% weniger Umsatzsteuer zahlen, 15% weniger an Amazon. Die Retouren werden auch zurückgehen, deine Stornorate sinkt also und deine Marketingkosten werden höchstwahrscheinlich auch zurückgehen, weil natürlich mehr und schneller verkauft wird, wenn die Leute eben sehen, dein Produkt ist günstiger. Du wirst also, wenn du 5 Euro mit dem Preis runtergehst, wahrscheinlich nur zwischen 1 und 2 Euro weniger Gewinn machen als ursprünglich geplant. Das Ganze ist also gar nicht so dramatisch, du hast aber einen enormen Preisvorteil dafür. In so einem Fall, wenn dir sowas passieren sollte, dass dein Produkt einfach sich nicht richtig verkauft, ist eigentlich der Worst Case, dass du 10-20% deines eingesetzten Kapitals verlierst. Das Ganze ist also eigentlich gar nicht so dramatisch. Wenn du jetzt sagst, du startest mit 3.000 Euro und verlierst 15%, dann verlierst du 450 Euro, was an sich wirklich nicht schlimm ist für die Erfahrung, vor allem die du sammelst, für die Fehler, aus denen du lernen kannst und du hast immer noch genügend Startkapital, um eben das nächste Produkt zu sourcen, bei dem du es dann besser machen kannst. Was hier natürlich auch passieren kann, ist, du hast jetzt dein Produkt gefunden, bestellst das Ganze beim Hersteller und der liefert gar nicht. Das heißt, du bist auf einen Betrüger gestoßen. So, jetzt sei mal dahingestellt, wie wahrscheinlich das ist, gerade Stichwort Alibaba, On-Site-Check, also damit hast du das Ganze im Grunde genommen geklärt. Damit gibt es dieses Risiko nicht mehr, wenn du darauf achtest. Habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, verlinke ich dir mal hier in der Infobox, wie du sozusagen Hersteller findest, die zu 100% keine Betrüger sind. Aber nehmen wir einfach mal an, du hättest jetzt einen gefunden. So, jetzt hast du dein Geld dahin überwiesen. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit dazu liegt bei geradezu null. Du hast ja sogar schon ein Sample bekommen. Du hast im Grunde genommen auf Alibaba den On-Site-Check. Und jetzt kommt irgendwie geile Sache. Gegen dieses Risiko kannst du dich ganz einfach versichern mit einem Treuhänder, beispielsweise Alibaba. Du überweist also dein Geld an Alibaba und sagst denen, hey, sobald ich die Produkte bekomme, überweist es bitte an den Hersteller. Jetzt gibt es Hersteller, die sagen, das möchten wir nicht. Treuhänder möchten wir nicht, weil wir dann so lange auf unser Geld warten müssen. Ist auch vollkommen verständlich. Dann klärst du zum Beispiel mit dem ab, okay, wir machen 50-50. 50% Anzahlung, 50%, wenn ich die Ware erhalten habe. Damit sinkt dein Risiko schon mal um 50% Kapital. Immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze passiert, liegt bei geradezu null. Stichwort Alibaba Trade Assurance. Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß geliefert werden, kannst du auch über diese Versicherung dein Geld vom Hersteller zurückerhalten.
Okay, auch nochmal eine Sache, die dein Risiko extrem schmälert. So, und jetzt kommen wir zu dem vermutlich interessantesten Risiko und auch dem größten Risiko, was es für Seller gibt. Und zwar ist das dein Produkt selbst. Die Gefahren, die von deinem Produkt ausgehen, von denen man vielleicht erstmal gar nicht ausgeht. Und zwar ist es ja Pflicht, in der EU bestimmte Zertifikate zu erfüllen. Und das Ganze hat auch seinen Sinn, denn das garantiert uns erstmal zum Beispiel, dass wir hier, wenn wir zum Beispiel jetzt hier so eine Dose hätten, dass die sozusagen im Inhaltsstoff keine gefährlichen oder giftigen Sachen enthält und einfach der Verzehr des darin enthaltenen Lebensmittels keine gesundheitlichen Folgen mit sich zieht. Natürlich ist das jetzt bei Lebensmitteln extrem. Davon kann man wirklich krasse Schäden haben. Aber wenn du jetzt auch zum Beispiel sagst, du verkaufst einen Wäschekorb, hatten wir neulich im Video, den Wäschekorb. Und jetzt ist in diesem Wäschekorb irgendeine Chemikalie drin, die Leute fassen es an und kriegen total Ausschlag auf der Haut. Da kann es natürlich passieren, dass sie dich verklagen. Vorausgesetzt natürlich, die bekommen raus, dass es dein Wäschekorb ist. Selbst hierbei übrigens würde ich mal persönlich einschätzen, dass höchstens 10-20% der Leute, denen sowas passieren würde, dich verklagen würden. Dennoch ganz, ganz große Scheiße und natürlich, wenn du 500 Stück gekauft hast, bist du bei 10-20% schnell bei einer Sammelklage. Jetzt kannst du dich natürlich auch gegen dieses Risiko versichern und zwar erstmal der einfachste Weg. Du kümmerst dich darum, dass du Zertifikate hast, dir das Ganze also nicht passieren kann. Testest dein Sample, ob du beim Anfassen vielleicht irgendwelche Reaktionen davon hast etc., ob das vielleicht komisch riecht. Und du erstellst einfach die Zertifikate, zum Beispiel REACH-Verordnung, die Chemikalienverordnung, dass da sozusagen nichts Giftiges drin ist, dann bist du schon mehr oder weniger auf der sicheren Seite und dir kann eigentlich nichts mehr passieren. Denn ein offizielles Prüflabor hat eben bestätigt, in deiner Ware ist nichts Gefährliches drin. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, du hast dich darum nicht richtig gekümmert oder irgendwas ist da schiefgelaufen, gibt es noch einen zweiten Weg, sich abzusichern. Und zwar, indem du eine Versicherung abschließt als Einzelunternehmer. Einzelunternehmer sind sozusagen ja keine haftungsbeschränkten Rechtsformen. Das heißt, im Fall einer, wenn du verklagt wirst und ein paar tausend Euro Strafe zahlen musst, dann wirst du persönlich dafür haftbar gemacht mit deinem privaten Kapital, solange das Firmenkapital nicht groß genug ist, um das Ganze zu tilgen. Jetzt gibt es aber eine sogenannte Produkthaftpflichtversicherung und eine Betriebshaftpflichtversicherung. Die kostet dich nur 20-30 Euro im Monat und mit der kannst du dich gegen genau solche Schäden versichern lassen. Also auch da wieder gegen ein kleines Geld enorm hohe Sicherheit, das Risiko fällt auch weg. Wenn du jetzt eine UG oder eine GmbH hast, fällt das Ganze sowieso für dich flach, denn du hast damit eine haftungsbeschränkte Gesellschaftsform. Das heißt, das Maximale, was du verlieren kannst, ist dein Firmenkapital, mehr nicht. Das heißt, in dem Falle, dass du dich nicht um deine Zertifikate gekümmert hast, dein Produkt tatsächlich irgendwelche Giftstoffe enthält, die extreme Reaktionen auf den menschlichen oder tierischen Körper haben und das Ganze zur Anklage gebracht wird gegen dich, du zu einer Strafe verurteilt wirst, Einzelunternehmer bist, keine Versicherung abgeschlossen hast, dann hast du ein hohes Risiko. Dann hast du ein hohes Risiko. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt, glaube ich, auch wieder unter 0% gefühlt, aber sie existiert natürlich. Das will ich nicht leugnen. Das ist wirklich eine Gefahr, die könnte dir passieren, wenn du nicht darauf achtest, dass dein Produkt eben ordnungsgemäß ist. Wie gesagt, riech dran, fühl einfach selber nach, lass dir die Zertifikate erstellen. So, jetzt haben wir die Risiken geklärt. Jetzt liegt es an dir, unternehmerisch zu denken und zu sagen, okay, was ist das Risiko? Maximal eigentlich hatten wir gesagt, 10-15% Verlust des Kapitals gegenüber der Chance, 200-400% schon in wenigen Monaten damit zu machen, ist für mich eine klare Sache. Ich fange an, ich habe mich damals auch dafür entschieden, ich habe auch abgewägt, okay, wie sieht das Ganze aus, was ist das Risiko, was ist mein Profit, denn natürlich, wenn du mit 10-20% Marge verkaufst, hast du schnell mal 150-200% Return on Invest, verdoppelst dein Kapital also fast. Und wenn du das Ganze dann nochmal machst, hast du dein Kapital schon vervierfacht. Also die Chancen überwiegen ganz klar die Risiken. Das ist ein typische unternehmerische Denkweise, so solltest du auf jeden Fall auch an deine Sachen herangehen. Und wenn du denkst, okay, mir ist das Risiko zu hoch, dass eben genau das mit dem Zertifikaten, Produkt etc. passiert, dann schließt du eine Versicherung ab, okay? Schließ einfach die Versicherung ab, dann hast du das Risiko nicht mehr. Kümmere dich um die Zertifikate. Du kannst jedes Risiko eigentlich bei Amazon FBA von vornherein ausblenden. Das ist das Geile. So, dass wirklich das Allerschlimmste, was dir passieren kann, diese 10-15% sind. Ich hoffe, ich konnte dich noch einmal davon überzeugen, an alle Zweifler, die aufgeatmet haben, weil sie gecheckt haben, okay, das Risiko ist eigentlich gar nicht so groß. Das Risiko ist gar nicht so groß. Ich kann mich jetzt wirklich mal dazu entscheiden, anzufangen und zu sagen, hey, ich lasse jetzt mal diesen ganzen Zweifel an mir weg und starte einfach durch, mach mein Business und werde erfolgreich damit. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch mal einen Daumen hoch, dann sehe ich, dass dir sowas gefällt, dass du mehr davon haben möchtest. Ansonsten kannst du den Kanal gerne abonnieren, wenn du mehr Informationen brauchst, wie du jetzt dein Produkt überhaupt auf Amazon bringst, wie du es gewinnbringend verkaufen kannst. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.